Kollege Aiwanger, bitte schön, Herr Kollege. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Freien Wähler haben das Ziel, dass Bayern nach dieser Landtagswahl stabil und vernünftig regiert wird. Darum geht es, darum sollten sich heute die Debatten drehen. Und ich glaube, wir sollten aufhören, irgendwo Nordrhein-Westfalen und Bremen gegen Bayern aufzurechnen und hin und her zu wiegen und dann die Redezeit zu vergeuden und am Ende nicht mehr zu sagen, was wir denn hier ganz konkret verändern wollen. Jawohl. Wir Freien Wähler wollen noch mehr anpacken ab Herbst diesen Jahres und wir haben in den letzten 10 Jahren im Rahmen unserer Möglichkeiten in der Opposition mehr getan, als man erwarten konnte. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft, das G9 wieder eingeführt und die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Alle drei Themen wären nicht zur Umsetzung gekommen, wenn wir nicht diese Themen vorangebracht hätten. Und dieses letzte Thema der Straßenausbaubeiträge, das haben Sie noch 5 vor 12 bemerkt, dass Sie hier voll ins Messer gelaufen wären. Sonst wäre das zum Volksentscheid gekommen, pünktlich zur Landtagswahl. Dann hätten wir 20% gehabt und Sie auch, meine Damen und Herren. Also ich sage hier ganz klar, dass wir Dinge verändert haben, dass wir Themen erkannt haben. Und wir erkennen weiterhin Themen, die dringend korrigiert werden müssen. Beginnen wir im frühkindlichen Bereich. Wir sind der Überzeugung, Bayern braucht endlich auch eine Kostenfreiheit der Kinderbetreuung. Unser Vorschlag ist, für Kinder ab einem Jahr bis zu 5 Stunden täglich, was sich Berlin und Co. leisten, das sollte sich endlich auch Bayern leisten. Wir müssen unsere Eltern entlasten. Gerade auch in den großen Städten sind Kinderbetreuungseinrichtungen unfinanzierbar teuer. In München die Preise 500 Euro aufwärts für eine Krippe. Da reichen Ihre 250 Euro Familiengeld leider nicht. Und hier ist mir auch nicht verständlich, dass sowohl die CSU als auch die Grünen, die in München ja sehr stark sind, weiterhin festhalten wollen an Gebühren. Ich glaube, wir müssen Qualitätsverbesserung und Kostenfreiheit in sinnvollem Umfang unter einen Hut bringen, müssen das durchsetzen. Darauf warten unsere Eltern, das steht ihnen zu und das ist auch finanzierbar. Das ist keine Freibierpolitik, Herr Kreuzer, sondern das sind Dinge, die dringend nötig sind. Freibier verteilen eher Sie mit Teilen Ihres Familiengeldes, das irgendwo 750 Millionen Euro im Jahr kosten wird, im Vergleich zu unseren 500 Millionen für die Kostenfreiheit der Kinderbetreuung, weil mindestens 10% dieses Geldes an Bayern vorbeigehen werden. Berlin wird sich von Hartz-IV-Eltern diese 250 Euro holen, die wir vorher als bayerisches Geld auf den Tisch legen und Menschen aus anderen Ländern Europas und darüber hinaus, von denen ein Familienmitglied in Bayern wohnhaft gemeldet ist, auch in diese Länder fließt bayerisches Familiengeld. Sie haben vorher das Thema der Kindergeldzahlungen ins Ausland in den letzten Monaten kritisiert und jetzt machen Sie denselben Fehler wieder. Also Bayern bezahlt nach Berlin, Bayern bezahlt in alle Länder Europas Familiengeld. Wir würden dieses Geld lieber den einheimischen bayerischen Familien hier zugutekommen lassen. Und zuletzt wird ja der Flurfunk aus den Behörden und Ministerien immer lauter, dass sie ihre Wahlkampfversprechen nicht werden bezahlen können. Es wird ganz offen diskutiert, dass bei den Beamten das Weihnachtsgeld nicht wird ausbezahlt werden können. Und es werden Arbeitszeitverlängerungen diskutiert. Herr Ministerpräsident, Sie können dazu nachher gerne Stellung nehmen. Das wurde mir jetzt von verschiedener Seite glaubhaft zugetragen, ob Beamte Kürzungen aushalten werden müssen und ob sie Stunden wieder aufgeben werden. Das wird erzählt. Wenn Sie das dementieren wollen, haben Sie die Zeit dazu. Meine Damen und Herren,
Die Aufregung bestätigt wohl die Richtigkeit meiner Aussage. Sie können es ja widerlegen und den Taten oder den Worten Taten folgen lassen. Schauen wir, was rauskommt. Gehen wir ganz konkret in Themen rein, wo wir dringenden Verbesserungsbedarf sehen, wo ich aber heute kein Wort dazu gehört habe. Meine Damen und Herren, Ausbau des schnellen Internets steckt immer noch fest draußen. Ich habe jetzt mit zwei, ihre Milliarden, die Sie da vergeuden, das ist ja das Problem. Ich sage Ihnen aber, was Sie damit erreichen. Die Telekom kassiert Sie mittlerweile massiv ab als Freistaat, als Steuerzahlerverantwortliche. Wir haben mittlerweile reihenweise Angebote draußen von Telekommunikationsanbietern, die für einen Hausanschluss Breitband 30.000 Euro von der Gemeinde verlangen. Ich kann Ihnen mehrere Beispiele mit Bürgermeisternamen nennen. Meine Damen und Herren, für 30.000 Euro hat man noch vor 15 Jahren in D-Mark umgerechnet, vor 20 Jahren, den Rohbau eines Hauses gebaut. Das waren damals 60.000 Mark. Dafür legen die Ihnen heute ein Kabel vor die Haustür, das ein bisschen dicker ist wie mein Daumen. Meine Damen und Herren, das ist Wucher, der da läuft. Sie schauen da zu, überweisen brav das Geld und rühmen sich dann, wie viele Milliarden sie da rausblasen. Und die Bürgermeister kommen und sagen, 30.000 Euro pro Haushalt, das ist ja irreal, soll ich das unterschreiben? Das gibt's doch nicht. Unser Vorschlag ist, hier ganz klar mit einer staatlichen Infrastrukturgesellschaft reinzugehen. Mit einer staatlichen Infrastrukturgesellschaft anstatt ihrer Wohnungsbaugesellschaft, um in München ein paar tausend Wohnungen zu bauen, sagen wir Freien Wähler, wir sollten die Resterschließung im Breitbandbereich staatlich mit in die Hand nehmen, sollten als Wettbewerber auftreten zu diesen Abzockern und sollten draußen das Glasfaser voranbringen, sonst drehen wir in 5 Jahren noch drum, dann werden wir uns ruiniert haben und wir haben immer noch die alten Kupferleitungen. Also Sie bekommen das Breitband nicht fertig, wenn Sie so weiter trödeln wie bisher. Der nächste Punkt ist Mobilfunk. Meine Damen und Herren, Ihr CSU-Minister in Berlin ist ja für den Mobilfunkausbau zuständig, der Herr Scheuer. Nachher werden wir noch einen Satz zum Dieselthema sagen. Er hat jetzt angekündigt, 10.000 und deutlich mehr Mobilfunkmasten aufstellen zu wollen, um den Mobilfunkbereich besser abzudecken. Natürlich müssen wir den abdecken. Für weiße Flecken werden wir zusätzliche Masten brauchen. Aber für graue Flecken, wo nur ein Anbieter gut abdeckt, meinetwegen Vodafone und Telekom nicht, am anderen Ortsteil ist umgekehrt, ja, präferieren wir Freien Wähler das Modell des National Roamings. Bitte gehen Sie hier auf Scheuer zu, gehen Sie hier auf den Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu, der für die Bundesnetzagentur hier verantwortlich zeichnet. Finden Sie einen Weg, dass wir dort, wo ein gutes Vodafone-Netz ist, sicher das Telekom-Handy draufschalten kann und umgekehrt. Die Österreicher machen es uns wieder mal vor. Wir sollten hier nicht überheblich sein, sondern sollten sagen, an der Stelle können wir uns mit Sicherheit tausende Masten in Bayern sparen. Die Gemeinden müssen 20% dieses Mobilfunkausbaus bezahlen. Die werden viel Spaß dabei haben, wenn sie alle paar Kilometer neuen Masten benötigen und die Bürgerinitiative obendrein. Also Mobilfunkausbau, jawohl, dringend nötig, aber bitte auch die Chancen des National Roamings nicht vergessen. Und wir sagen hier ganz klar als Freie Wähler, National Roaming anstatt Bavarian One. Vielleicht ein paar Gedanken noch, wo man Geld einsparen kann und wenn es nur ein paar Millionen sind, natürlich, bitte schön, Ihre bayerische Kavallerie einzustampfen. Vielleicht hat Herr Söder in der Vergangenheit zu viel Bonanza-Filme gesehen. Wir wollen keine Kavallerie-Standorte in 6 bis 7 weiteren bayerischen Städten mit 200, 250 Pferden und verbeamteten Reitern drauf. Diese verbeamteten Reiter braucht man an anderer Stelle dringender, beispielsweise bei der Schleierfahndung, meine Damen und Herren, als wenn wir jetzt Pferdeställe bauen. Also baut und repariert lieber Krankenhäuser und Geburtshilfestationen anstatt Pferdeställe.
Was wir ebenfalls dringend einkassieren müssen, sind Ihre Regierungsbeauftragten, Klammer auf, kleine Staatssekretäre, Klammer zu, CSU-Leute, die hier Millionen an Euros jährlich kosten, mit Dienstwagen, mit Monatsgehalt, mit Büro unterwegs sind, um ihren Wahlkampf zu Hause besser gestalten zu können, mit Themen, die ansonsten in der Regierungsarbeit ohnehin abgedeckt sein müssten. Also da wird auf Kosten des Steuerzahlers die eigene Parteifreund begünstigt gegenüber Mitbewerbern im Landtag. Die nutzen das für den Landtagswahlkampf gnadenlos aus. Das ist eine Schweinerei. Dieses Geld müssen wir uns sparen. Meine Damen und Herren, zurück zu Themen, die uns wichtig sind. Wir sind der Überzeugung, wir müssen das Hebammenwesen stärken. Und da reichen eben Ihre 1.000 Euro ja, Prämie jetzt kurz vor der Wahl für die Hebammen nicht aus. Ich habe vor wenigen Tagen eine sehr erboste Hebamme getroffen in Landshut am Infostand, die gesagt hat, das ist eher eine Beleidigung als eine Hilfe, diese 500 bis 1.000 Hebammen. Die brauchen mindestens den Haftungsfreistellungsfonds, dass der Freistaat Bayern diese Kosten für die Haftpflicht übernimmt. 8.000 Euro pro Jahr, das sind dann irgendwo 5 bis 8 Millionen. Das ist ein Drittel Kavallerie, aber dann ist was bewegt und kein Unsinn gemacht mit dem Geld, meine Damen und Herren. Wir wollen als Freie Wähler eine Bestandsgarantie für Krankenhäuser und Geburtskliniken in den nächsten Jahren, solange eben dann ja, unser Einfluss reicht. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass wir ab Herbst dabei sein werden, um die Dinge zu stabilisieren, hier bevor hier Unsinn rauskommt in dieser bayerischen Regierung ab Herbst. Also hier muss vernünftig weiter regiert werden. Also ganz klare Botschaft, dass wir hier die Themen der Bürger umsetzen müssen und ganz klar die ärztliche Versorgung, die Krankenhausversorgung in der Fläche erhalten müssen. Wir brauchen auch dringend mehr Ärzte. Lasst mehr junge Leute zum Studium zu, mehr Studienplätze, damit wir mehr Nachwuchs bei den Hausärzten, in den Kliniken draußen, in den Krankenhäusern bekommen. Dort haben wir zu wenig. Das muss korrigiert werden. Meine Damen und Herren, Pflege, dieser Pflegetausender ist natürlich auch besser wie nichts. Aber er ist heruntergerechnet 2,70 Euro pro Tag dafür, dass man eine pflegebedürftige Oma oder einen pflegebedürftigen Opa zu Hause unterhält. Sehr viel wichtiger wäre es für uns, diese paar hundert Millionen in Kurzzeitpflegeplätze zu stecken, damit eben, wenn mal die pflegende Familie sagt, wir wollen uns 3 Tage erholen, wollen mal raus, dass man hier kurz, ja, das kommt zusätzlich, wenn Sie es bezahlen könnt, ohne dass die Beamten in die Tasche greift, dann macht es. Wenn es genügend, hoffentlich. Also ganz klar, ich werde mich entschuldigen, ja, vielleicht nach der Wahl, meine Damen und Herren. Ganz klar die Aussage, dass wir Kurzzeitpflegeplätze brauchen und den Eltern, die hier die Großeltern zu Hause haben, mehr geholfen ist, wenn sie hier mal ein paar Tage weg können. Das können sie derzeit nicht. Und so ist es übrigens auch beim Thema der Kinderbetreuung. Wir müssen Strukturen aufbauen, anstatt, wie gesagt, nur Geld zu geben, das vielfach ins Leere läuft. Meine Damen und Herren, was überhaupt nicht gekommen ist, das Thema der Energiepolitik, bisher von keiner Seite gekommen. Wir sehen hier den dringenden Bedarf, die erneuerbaren Energien wieder ins Spiel zu bringen, darüber nachzudenken, die erneuerbaren Energien wieder deutlich auszubauen, gerade auch vor Hintergrund von Debatten mit fossilen Energieträgern, mit Klimaschutzdebatten, und sagen auch hier als einzige Fraktion im Landtag, wir brauchen keine Stromtrasse Südlink- und Südostpassage quer durch Bayern, wo unsere Felder und Wälder durchwühlt werden, wo die Bäume abgeholzt werden, wo am Ende eine Abhängigkeit nach Norden geschaffen wird und wo Besitzer von Trassen nicht Bayern ist und nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern holländische Staatskonzerne wie bei TenneT oder bei 50 Hertz Australier, Belgier, und angeblich stehen da die Chinesen schon vor der Tür und wollen hier mit einsteigen. Für solche Investoren brauchen wir nicht 6-9% Rendite garantieren und unsere Heimat zu zerschneiden. Machen wir es lieber regional und lassen unseren Handwerkern vor Ort das Geld verdienen. Meine Damen und Herren, Landwirtschaft, auch hier völlig zu kurz gekommen, nur zu sagen, wir sind besser wie die anderen, reicht hier nicht. Wir sehen Endzeitstimmung auf vielen bayerischen Bauernhöfen.
diese nicht praxisgerechte Düngemittelanwendung, die hier die Düngeverordnung, wie das draußen läuft, macht, vielen zu schaffen. Wir haben viele Probleme in der Bürokratie, die gelöst werden müssen. Wir fordern als Freie Wähler auch endlich die CSU auf, ihren Widerstand aufzugeben gegen die Abschaffung der Hofabgabeklausel, meine Damen und Herren. Wenn ein Landwirt mit 65 Jahren noch 5 Jahre arbeiten will auf einem eigenen Betrieb und den Hof nicht abgeben will, dann gönnen Sie ihm doch diese lächerlichen 300 bis 400 € Altersgeld, die er bekommt, und lassen den die paar Jahre noch weiterarbeiten und versuchen, den nicht aus dem Hof rauszudrängen, damit für einen großen Pächter noch mehr Land anfällt. Lassen Sie die Höfe dort. Wir sehen auch die Forderung, dass wir die Direktvermarktung ausbauen müssen und ausbauen können. Dazu müssen wir diesen Betrieben aber helfen. Wenn Sie dann mit einem Abhofvermarkter reden und der sagt Ihnen, was er alles tun muss, dass er mittlerweile ja schon auf dem Weg zum Wochenmarkt oder auf dem Weg vom Wochenmarkt nach Hause regelmäßig ja von Steuerbehörden kontrolliert wird, ob das alles ganz wasserdicht ist, was aufgeschrieben wird. Natürlich soll das alles passen. Aber diese Leute brauchen doch Hilfe des Staates und nicht nur die regelmäßige Kontrolle der Steuerbehörden, ob sie nicht irgendwo einen Euro verdient haben, wenn sie auf der anderen Seite Zehntausende Euro in Ausrüstung stecken müssen. Wenn ein kleiner Metzger heute ja eine Zange zum Elektrisieren für über 10.000 Euro anschaffen muss, dann wird dieser kleine Metzger aufhören. Sie müssen diesen Leuten Fördergelder geben, damit diese Strukturen geschaffen und erhalten werden. Momentan hören die alle auf und sie singen nur das hohe Lied der bäuerlichen Landwirtschaft, und in Wirklichkeit stehen die Großinvestoren schon vor der Tür, meine Damen und Herren. Wir sind auch der Meinung, dass wir im Bereich der Wohnungspolitik andere Akzente setzen müssen. Sie bekommen hier ja das Gezänke mit, wie viel hat München Wohnungen gebaut und wer ist schuld. Warum gehen Sie nicht sehr viel massiver diesen Weg der Nachverdichtung in ländlichen Gebieten, der Umnutzung bäuerlicher und sonstiger leerstehender Anwesen mit gezielten Fördergeldern, mit gezielten Anreizen? Das läuft bis dato nicht an. Hier müssen wir Bürgermeister und Landräte ja als Aufsichtsbehörden und Genehmigungsbehörden an einen Tisch bringen mit einer staatlichen Wohnungsbaupolitik, die sagt, lieber Privatinvestor, lieber Hausbesitzer, du hast eine Wohnung mit 200 Quadratmeter oder ein Haus, wo das Dachgeschoss ausgebaut sein könnte, wo eine Einliegerwohnung reinpassen würde. Du bekommst eine ordentliche Anschubfinanzierung. Wir kümmern uns, dass du nicht am Brandschutz und an sonstigen übertriebenen teilweise Gutachten die Lust verlierst, und bekommen dann eine Baugenehmigung und bekommen eine Innennutzung und dann nicht innen oder außen. Ich kenne wieder Bürgermeister, die sagen, ich wollte diese Innendorfprogramme in Angriff nehmen, muss aber trotzdem draußen ein Baugebiet erschließen, weil ich so großen Siedlungsdruck habe. Und jetzt sagen sie, entweder du machst nur innen oder nur außen. Dann sagt er, okay, dann verzichte ich auf innen. Dann mache ich eben anstatt 50 Häusern auf die grüne Wiese 60 Häuser auf die grüne Wiese und lasse im Dorf innen kehren diese 10 Wohnungen weiterhin leer stehen, weil entweder oder, ich habe mich für das oder entschieden. Also hier muss das entweder und oder wieder möglich sein, denken, mitdenken, gesunder Menschenverstand, anstatt Programmen, die draußen an der Realität vorbeilaufen, meine Damen und Herren. Wir sehen auch weiterhin unsere große Zielsetzung als Freie Wähler, bestehende Infrastruktur zu sichern und zu erhalten. Das geht los beim Zustand der Staatsstraßen, wo wir durchaus nicht in Oberbayern auf der Insel der Glückseligkeit leben und sagen, in fränkischen Randregionen sei es deutlich schlechter. Ich bin in den letzten Tagen wieder mal viel durch Oberbayern gefahren. Da können Sie von Dorfen nach München fahren, können im Raum Weilheim sich bewegen. Dort haben Sie Staatsstraßen. Man glaubt es nicht, wenn das Navi Staatsstraße anzeigt und Sie meinen, Sie sind auf einem geteerten Wirtschaftsweg ohne Mittelstreifen. Slalom fahren wie ein Rennfahrer, wie ein Skifahrer kommen Sie sich vor. Das sind Staatsstraßen in Oberbayern, meine Damen und Herren. Da haben Sie in den letzten Jahrzehnten schlichtweg geschlafen. Und dann ist ja interessant, wenn jetzt angekündigt wird, auf 3 Wochen wird jetzt alles kommen. Jetzt wird plötzlich der Brenner Basiszulauf kommen. Obwohl wir die letzten 3 Verkehrsminister aus der Region hatten, Ramsauer, Dobrindt, Scheuer,
Jetzt kommt plötzlich der Brennerzulauf. Es weiß nur keiner, wann und wie und ob und was, aber er kommt angeblich. Es kommt auch die Zweigleisigkeit der Bahnstrecke Plattling-Landshut. Groß verkündet, jetzt ist der Knoten durchschlagen, jetzt ist die Finanzierung gesichert. Zwei Tage später kleinlaut, ja, aber vielleicht nur auf einem Kilometer Länge. Meine Damen und Herren, mit solchen Manövern verunsichern Sie die Bevölkerung endgültig. Mit solchen Manövern beweisen Sie die Kritik an einer Staatsregierung, die viel ankündigt und eben zu wenig umsetzt im Vergleich zu den Sprüchen. Dass vielleicht mehr geht wie in Berlin, will ich gar nicht in Abrede stellen. Wäre ja schlimm, sich mit denen vergleichen zu müssen. Das ist, glaube ich, für uns auch nicht der richtige Maßstab. Und wenn jetzt zuletzt verkündet wird, die 1 Milliarde mehr aus Berlin für die zweite Stammstrecke würde jetzt ermöglichen, dass es eben doch nicht zur Kannibalisierung von Verkehrsprojekten in der Fläche kommt. Meine Damen und Herren, dann haben Sie uns in den letzten Monaten angelogen, als wir genau diese Debatte gebracht haben und haben gesagt, ist das schon sicher, wenn Bayern hier Finanzrisiken übernimmt, dass es nicht zu Kosten von Strecken in Oberfranken geht? Keine Frage, alles geklärt, es sei nur ja, Hetze und was weiß ich was. Aber jetzt wird verkündet, Gott sei Dank durch diese Milliarde mehr aus Berlin, ja, die verkündet ist, aber vielleicht hat es nur der Scheuer verkündet und keiner weiß es bisher, also auf Sand gebaut, würden diese Probleme jetzt nicht auftreten. Also wenn die Milliarde nicht kommt, sind die Probleme da. Also haben sie entweder vorher gelogen oder sie lügen jetzt. Und unterm Strich ist ja klar, dass sie den Euro nur einmal ausgeben können. Und damit müssen Sie eben jedes Projekt sich ganz gut überlegen. Und wenn Sie jetzt das hohe Lied der Dezentralität singen, warum haben Sie die letzten Jahrzehnte Bayern so zentralistisch aufgestellt? Sie wollen also Kurskorrekturen vornehmen, die wir begrüßen, wenn es ernst gemeint ist, die wir aber anprangern, wenn es nur Wahlpropaganda ist, meine Damen und Herren. Wenn es um die Infrastruktur geht, dann brauchen wir in den nächsten Jahren auch das Augenmerk auf die Wasser- und Abwasserinfrastruktur neben der Gesundheitsinfrastruktur und so weiter. Meine Damen und Herren, viele Kanäle sind undicht. Wir suchen Lecks und sagen, die Landwirtschaft hat vielleicht das Nitrat ins Grundwasser gebracht. Wir wissen aber, dass unter großen Städten eine Nitratbelastung im Grundwasser ungleich höher aufgebaut wird, weil Kanalisationen undicht sind. Also auch hier müssen wir hinschauen, müssen hier diese Strukturen sichern, müssen hier Fördergelder reinstecken und sonstige Visionen, die ja schön sein können, wenn es funktionieren, also ihre Hyperloops und Weltraumprogramme, wenn es irgendwo greifbar ist. Wir sind keine Zukunftsverweigerer, aber wir sagen immer, bleibt erstmal auf dem Boden der Tatsachen, macht erstmal das Naheliegende und wenn dann noch Geld ist, dann fliegen wir in Urlaub, aber wir fliegen nicht in Urlaub und zu Hause regnet es beim Hausdach rein, meine Damen und Herren. Und wenn wir noch eine massive Verantwortung seitens der CSU sehen wollen, dann ist es das Thema der Verkehrspolitik in der Dieselaffäre. Auch das trägt zur Politikverdrossenheit bei. Wenn Bürger erst hören, sie bleiben auf den Kosten des Diesels, des Dieselskandals sitzen, dann heißt es, ja, man wird über Nachrüstungen nachdenken, 3 Wochen vor der Wahl, wenn die Umfragen nicht passen. Dann heißt es aber, 20% wird der Autobesitzer selber zahlen müssen. Und dann heißt es noch, naja, das war jetzt doch ein Versprecher, man wird sich bemühen, dass er nicht drauf sitzen bleibt und dann ist die Wahl rum und dann wird man sagen, man hat sich bemüht, hat aber nichts bewegt. Meine Damen und Herren, und wenn Sie sagen, Herr Kreuzer, vorher in Bayern läuft es wie geschmiert, dann hat dieses Wort in diesem Zusammenhang eine sehr treffende Bedeutung. Hier ist zu viel Kungelei mit einer Autoindustrie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut worden. Wir begrüßen, dass wir eine exportstarke Autoindustrie haben. Aber wir begrüßen es nicht, dass auf Kosten des bayerischen, des deutschen Autofahrers sich diese Konzerne aus der Affäre ziehen, Milliardengewinne für ihre Aktionäre beiseite schaffen, in Amerika selbstverständlich die Milliarden zahlen und bei uns die Leute auf ihrem Schrottkübel sitzen lassen. Das ist auch keine Politik in die Zukunft der Autoindustrie, sondern es wird genau dazu führen, dass viele
bayerische Autokäufer in Zukunft sagen werden, dann hat auch mein Patriotismus ein Ende, dann muss ich keine bayerische Marke kaufen, dann gibt es auch Chinesen mit gutem Elektroantrieb und dergleichen. Genau das müssen wir vermeiden, dass andere ins Spiel kommen und unsere Firmen am Ende Leute abbauen müssen. Aber mit dieser Kungelei machen Sie der Autoindustrie wirklich einen Bärendienst. Ihre Verkehrsminister sind beim Kraftfahrbundesamt verantwortlich für die Typzulassung und mir kann keiner erklären, dass man hier über Jahre und Jahrzehnte nicht bemerkt hätte, dass millionenweise betrogen worden ist. Also entweder haben diese Aufsichtsbehörden geschlafen oder sie waren stille Mitwisser und haben es vertuscht, können sich aussuchen, was hier das kleinere Übel ist. Und damit, glaube ich, müssen wir feststellen, dass in Bayern natürlich sehr vieles besser läuft als in anderen Ländern, dass wir aber sehr viele Baustellen haben, die wir aber nur dann lösen werden können, wenn wir sie benennen und zugeben. Wenn Sie aber weiterhin sagen als Beispiel, ja, bei der bayerischen Polizei, das Problem mit den Uniformen existiere ja nur in der Einbildung der Polizisten und nur 0,7% der Uniformen wären schadhaft. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich heute einen Polizisten draußen auf Streife anschauen und der hat ein zweimal gewaschenes Hemd an und der hat einen Kragen, der sich wölbt, als wenn Pappe drin wäre, die Ecken werden weiß und der Knopf hängt lose dran, dann ist der Polizist nicht ein Schlamper, aber er sieht schlampig aus, weil Sie ihn schlampig einkleiden mit Ihrer Ausschreibung, wo Sie international Ware anheuern, wo Sie billig Ware einkaufen. Unsere bayerische Polizei hat eine bessere Uniform verdient, als sie momentan trägt, meine Damen und Herren. Und unsere bayerische Polizei hat auch verdient, dass endlich diese 2,3 Millionen Überstunden abgebaut werden, dass hier nicht in neue Experimente wie eine Kavallerie investiert wird, sondern in mehr Personal, in den Strukturen vor Ort, damit die gezielt diese Probleme abarbeiten können. Und das sind Dinge, die wir angehen müssen. Übrigens eine weitere kleine Anekdote. Vor kurzem hat ein Verkehrspolizist gesagt, dass bei Tempokontrollen alle Verkehrssünder, die nicht aus Bayern und Österreich kommen oder nicht aus Deutschland und Österreich, die werden in Abfalleimer geschmissen. Da wird die Verfolgung gar nicht aufgenommen, wenn sie an Polen, an Tschechen blitzen. Aussage eines Polizisten, ob das stimmt, fragen Sie bitte nach. Ich kann Ihnen auch hier den Namen dazu sagen. Das ist keine Verleumdung, sondern das sind Aussagen eines bayerischen Polizisten. Fragen Sie mal nach in den Inspektionen draußen und bei der Verkehrspolizei, ob das stimmt oder nicht. Das sind Dinge, die draußen wohl passieren. Und deshalb ganz klar, Sie müssen sich an die Dinge halten, die sind. Und da fühlt sich eben der Einheimische als zweiter Sieger. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit dem Thema der Zuwanderungs- und Migrationspolitik. Auch hier sehen wir, dass die Dinge noch weiter verbessert werden müssen, dass wir diejenigen, die hier bleiben können, noch sehr viel schneller in Arbeit bringen müssen, dass wir, sobald jemand nach Bayern kommt, der sinnvoll beschäftigt wird, wenn er qualifiziert genug ist, bitte schnell in eine ordentliche Arbeit. Wenn er nicht qualifiziert ist, muss er in einen Kurs, muss arbeiten lernen, im Sinne, sich selber sinnvoll zu beschäftigen, im Sinne auch, nicht auf Dummheiten zu kommen und drittens vielleicht mal hier Bruttosozialprodukt zu erwirtschaften oder wenn er nach Hause geht, in seinem Land für den Wiederaufbau nützlich zu sein. Das müssen wir anstreben und auf der anderen Seite müssen wir das Asylrecht natürlich auf die wirklich Verfolgten konzentrieren. Das sind Bürger aus Staaten, wo Verfolgung herrscht. Das sind auch Bürgerkriegsflüchtlinge, sofern wir die nicht besser möglichst wohnortnah abfangen. Aber wir können nicht dulden, und auch das findet bis heute nicht flächendeckend genug statt, dass hier mehrfach Identitäten unterwegs sind, dass wir nicht alle Fingerabdrücke abgeglichen haben, dass hier immer noch Schindluder betrieben wird. Diese Dinge muss man draußen in den Griff kriegen. Wenn man das nicht in den Griff kriegt, wird sich der Ärger steigern. Und ich traue mir auch hier diese Zahl zu nennen.
knapp 8000 Körperverletzungsdelikte durch Asylbewerber im Jahr 2017 in Bayern sind schlichtweg zu viel. Das muss man hinterfragen, ob man hier nicht eher und gezielter reingeht. Ein Weiter-so darf es auch hier nicht geben. Aber wir Freien Wähler sagen hier noch mal ganz deutlich, weder Schönreden noch Hetzen, den vernünftigen Weg der Mitte, geltendes Gesetz anwenden, nicht mehr, aber auch nicht weniger, meine Damen und Herren. Und es geht schließlich um den politischen Stil, den wir in diesem Haus pflegen, den wir ab Herbst pflegen wollen und pflegen müssen. Sie haben heute schon gesehen, wie die Fronten aufeinanderprallen, ja, wie überschaubar vielleicht die Schnittmengen sind. Wir müssen dem Bürger glaubhaft eine Regierung vorstellen können, die die Themen in diesem Land erkennt, die das Zeug dazu hat, sie gezielt abzuarbeiten. Mir graut davor, wenn hier ideologische Lager aufeinanderprallen werden. Und deshalb müssen wir Mindestnenner suchen. Wir müssten, wenn eine neue Regierung hier am Tisch sitzt, mit allen im Landtag vertretenen Parteien zu versuchen, eine Gesprächsbasis herzustellen, dass Themen anderer Parteien nicht, wie es uns passiert ist, über 10 Jahre runtergebügelt worden sind, für Unsinn erklärt worden sind, abgebürstet worden sind, um sie dann im besten Falle doch noch zu akzeptieren. Und wie Sie heute das G9 als großen Erfolg zu feiern, den Sie uns zu verdanken haben. Aber es ist uns egal, es geht uns um Bayern. Wir geben Ihnen gerne weitere Tipps, die dringend angegangen werden müssen und freuen uns, die mit Ihnen gemeinsam umsetzen zu können. Denn alleine werden wir die Mehrheit leider nicht schaffen. Also wir werden in einer Demokratie natürlich nach Mehrheiten suchen müssen. Und noch eins sage ich dazu, Herr Kreuz, an dieser Stelle. Wenn Sie immer sagen, Sie fühlen sich von uns verfolgt und wir würden uns anbiedern. Auch das sage ich Ihnen heute. Ab 14. Oktober werde ich das Telefon nicht als Erster in die Hand nehmen, um nachher einer Geschichtsklitterung vorzubeugen, nach dem Motto, er hat sich ja aufgedrängt. Also ab 14. Oktober werden Sie gefordert sein, wenn Sie den Ministerpräsidenten noch mal stellen wollen, hier ja Partner zu suchen, mit denen Sie Bayern stabil weiterregieren können. Sie schütteln den Kopf. Es ist ja nicht anstößig, das zu tun. Aber nochmal, wir Freien Wähler biedern uns nicht an. Wir stellen nur fest, dass wir gute Ideen haben und dass wir der Überzeugung sind, es ist besser, wir können das vom Regierungstisch aus einbringen, als dass wir bei jedem Thema ein langwieriges Volksbegehren starten müssen, wo sie uns anfangs auslachen und über uns faxen und feixen und nachher das Ding akzeptieren und sagen, dass sie wollten das ja schon immer. Also diese Form von Regierungsstil muss anders werden, weil wir gar nicht die Zeit dazu haben, in dieser Form so weiterzumachen. Und deshalb ist es eine ganz klare Botschaft von mir an Sie. Wir müssen gemeinsam dieses Land Bayern voranbringen. Wir müssen das Bewährte erhalten. Da gehört für uns auch ein bewährtes Bildungssystem dazu, wo wir keine Revolution wollen, sondern ganz gezieltes Nachjustieren, dort mehr Lehrer reinzustecken, wo die zu knapp sind, Zeitarbeitsverträge in feste Beschäftigungsverhältnisse umzuwandeln, Grund- und Mittelschullehrer als Anwärter besser zu bezahlen, Richtung Realschul- und Gymnasiallehrer, damit wir dort genügend bekommen. Nicht, dass wir in 5 Jahren den Lehrernotstand ausrufen müssen, weil Gott sei Dank die Geburten steigen. Wir müssen beim 9-jährigen Gymnasium endlich die Oberstufe ja präzisieren, müssen den Gedanken der Leistungskurse vielleicht in gewisser Form wiederbeleben, müssen das zu Ende denken, müssen ein Schulfach Alltagskompetenz einführen, damit junge ja, Bürger dieses Landes viel mehr lernen als nur Vokabeln und Algorithmen, sondern auch Dinge der Lebenspraxis vermehrt lernen, damit wir wieder Bürger bekommen, die auch in der praktischen Arbeit draußen ja, Fuß fassen, damit das Handwerk Nachwuchs bekommt, nicht nur Studiengänge, die vielleicht mehr
Absolventen produzieren, als nachher im Arbeitsmarkt in gewissen Gebieten unterkommen. Da spreche ich jetzt durchaus nicht von Ärzten, Lehrern und so weiter, aber es gibt durchaus teilweise Leute, denen wir besser geholfen, wenn sie anstatt nach dem Studium arbeitslos zu sein, ja vielleicht die Firma des Vaters übernehmen würden, würden eine handwerkliche Ausbildung machen, gerne noch zum Studium dazu und hier am Ende in der Praxis tätig zu sein. Also eine breite Palette an Themen, die wir ab Herbst anpacken wollen, von der Geburtshilfe bis zum Pflegebereich, vom ländlichen Raum bis zur Stadt. Ein rundum mitgedachtes Modell einer freien Wählerpolitik, über das Sie heute lachen, dem Sie sich aber immer mehr annähern, von dem Sie immer mehr Themen übernehmen. Zuletzt wieder das Thema der Regionalität. Wir haben Ihnen auch Ihren dritten Nationalpark ausgetrieben, den Sie vorher so groß propagieren wollten. Die Grünen werden Ihnen einen dritten oder vierten abverlangen, wenn Sie mit denen ins Bett steigen. Also Sie haben die Wahl und nach 14. Oktober, meine Damen und Herren, nach dem 14. Oktober wird es darum gehen, die Dinge, die die Menschen draußen wirklich bewegt, umzusetzen. Und da gehört nicht dazu, ob ein Herr Seehofer in Chemnitz mitmarschiert wäre oder nicht, ob ein Herr Maaßen zur falschen Zeit das Falsche gesagt hat oder nicht, wie viel Schulden Bremen hat oder Nordrhein-Westfalen und ob die Grünen und Roten in Berlin dümmer sind als die Grünen und Roten in anderen Bundesländern oder gar die Schwarzen in Bayern. Das interessiert unsere Bürger in Bayern nicht. Bayern interessiert, wie wir dieses Land ab 14. Oktober vernünftig weiterregieren, und da werden die Freien Wähler dabei sein. Vielen Dank. Herr Kollege.